Wer in diesen Tagen mit der Bahn von Nürnberg nach München fährt, so wie ich an diesem Wochenende, der muss womöglich in Ingolstadt den RE1 verlassen, um dort in den RE1 umzusteigen. Während es für die meisten einfach nur nervig war, mag sich manch einer gefragt haben, warum in diesen modernen Zeiten mit diesen modernen Zügen eine Linie noch geteilt werden muss. Gegen Ende letzten Jahres mussten die neuen Loks der Linie RE1 aufgrund von Mängeln akut stillgelegt werden. Und die Linie 1 wurde durch Schienenersatzverkehr ersetzt. Vermutlich aus diesem Grund stehen bis heute nicht alle 6 Loks des München-Nürnberg-Express zur Verfügung, weshalb ein Teil der Skoda-Garnituren durch herkömmliche Doppelstockzüge ersetzt wurden und werden, welche normalerweise auch unter dem Namen München-Nürnberg-Express auf den Linien des Ringzugs Ost und West unterwegs sind. Ersatzzüge sind also vorhanden. Warum dann also das Umsteigen in Ingolstadt? Man könnte doch, so denkt der normale Fahrgast, mit den Ersatzzügen von München bis Nürnberg durchfahren. Das Problem dabei ist jedoch, dass die Twin Decks nicht für den Betrieb auf der Schnellfahrstrecke ausgelegt sind, was die Anschaffung der Skoda-Garnituren ja erst erforderlich machte. Konkret sind hier die Tunnel auf der Schnellfahrstrecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt das Problem. Ein herkömmlicher Doppelstockzug hält einer Begegnung mit einem bis zu 300 km/h schnellen ICE im Tunnel nicht stand, weshalb er auf dieser Strecke nicht fahren darf. Was, ganz nebenbei bemerkt, auch der Grund ist, warum die S5 nur bis Allersberg und nicht bis Kinding fährt. Und so wurde von Seiten der Bahn folgendes Konzept erarbeitet. Eine druckertüchtigte Skoda-Garnitur pendelt zwischen Nürnberg und Ingolstadt und überlässt seine Fahrgäste dort dem Twindex, der die restliche Strecke nach München fährt. So kann ein Skoda-Umlauf eingespart werden, ohne dass Fahrten entfallen müssen. Wobei an dieser Stelle im Video dazu gesagt werden sollte, dass natürlich längst nicht jeder RE1 in diesen Tagen in Ingolstadt geteilt wird. Es gibt nach wie vor normal verkehrende Züge. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es natürlich nach wie vor vereinzelt komplett ausfallende Züge. Und deswegen müssen die Fahrgäste des RE1 in diesen Tagen in Ingolstadt umsteigen. Wie man damit umgeht, ist jedem selbst überlassen. Man könnte natürlich über die unfähige Bahn schimpfen oder aber man nutzt den unfreiwilligen Umstieg, um ein heißes Getränk am Bahnhof zu erwerben und sich trotz fehlendem Bordbistro an Bord des RE1 stärken zu können. Ich entschied mich für Letzteres.